Gerade beim Hausbauen und beim Renovieren sollte man bloß keinen Fehler machen und sich auch wohlbesonnen auf die ganze Sache konzentrieren. Und somit herzlich willkommen bei einer Sondersendung zur Bauen und Wohnen Salzburg vom Stand der Salzburg AG. Heute geht es ums Bauen und Wohnen und dazu habe ich mir jetzt den Energieberater, den Chef der Energieberatung der Salzburg AG eingeladen, Hermann Christner. Hermann, eine Frage an dich gleich an erster Stelle. Um was geht es eigentlich bei der Energieberatung der Salzburg AG ganz genau? Was ist eure Aufgabe? Das Angebot der Energieberatung der Salzburg AG richtet sich an ihre Kunden, an die Privatkunden genauso wie die Unternehmen. Und da wirklich über die ganze Palette, das ist vom Bauen und Sanieren hin zur Energieverwendung, also Heizen, Warmwasser, Geräte, elektrische Geräte, aber auch Fragen der erneuerbaren Energie, Photovoltaik als Schlagwort, bis hin zu Förderungen und dergleichen. Und als letztes jetzt immer stärker werdendes Element die Elektromobilität oder überhaupt alternative Mobilität. Jetzt habe ich schon Förderungen herausgehört. Es gibt ja den sogenannten Klimabonus der Salzburg. Was ist der Klimabonus ganz genau und für welche Produkte oder für welche Anwendungen zu Hause gilt der? Der Klimabonus der Salzburg AG ist das Programm der Salzburg AG, mit dem sie ihren Kunden hilft, dessen oder deren persönliche Energiewende zu schaffen. Also es sind konkret ausgewählte Maßnahmen, wo die Salzburg AG mit Finanzmitteln, mit Geld, aber auch mit Know-how, mit der Energieberatung hilft, den Kunden dauerhaft mit weniger Energie das Auslangen zu finden und dadurch auch Geld zu sparen. Konkret ist das einmal für Wärme, das ist Erdgaswärme oder Elektrowärme, aber auch Wärmedämmung, oberste Geschossdecke und Fenstersanierung. Wenn es beim Fenster reinzieht, dann soll es einen auf die Bauen und Wohnen ziehen, war einer der Werbeslogans der Bauen und Wohnen 2019. Der Klimabonus wäre aber für Fenstersanierung auch da. Ich habe mir früher gedacht, wenn es reinzieht, dann muss man gleich das ganze Fenster austauschen, aber das kann man auch sanieren. Das stimmt. Unter gewissen Umständen, wenn das Fenster noch gut genug ist, dass ein kompletter Tausch falsch ist, dann ist der Klimabonus ideal, denn hier durch Erneuerung der Beschläge, durch ein richtiges Einstellen des Fensters und auch den Tausch der Dichtungen auf hochwertige neue Dichtungen schafft man es, deutlich Energie zu sparen, dass sich sehr schnell rechnet, weil die Maßnahme günstig ist, aber auch Komfort zu gewinnen. Staub und Lärm, der draußen ist, bleibt draußen und das ist ja ein Riesenvorteil. Wir sind jetzt schon im eigenen Haushalt mehr oder weniger angelangt. Da gibt es ja hin und wieder auch so unerklärliche Energieschübe, Verbräuche, unerklärliche. Wie kommen diese zustande und wie kann da die Salzburg oder die Energieberatung der Salzburg helfen? Also in unserem Beratungsgeschäft, das sich an Privatkunden wie Unternehmen richtet, haben wir immer wieder die Situation, der Kunde sagt, er hat plötzlich einen unerwarteten und hohen Energieverbrauch. Unser Angebot, das wir richten an die Kunden, wir helfen sehr frühzeitig, dieses vorerst unerklärlich hohen Energieverbräuche zu erklären. Wenn es geht, die Ursache zu beseitigen, aber manchmal einfach nur zu erklären und sagen, da ist jetzt ein Kind in der Familie hinzugekommen, das bedingt einen Mehrverbrauch. In einem Unternehmen habe ich zusätzliche Geräte, Maschinen, das erklärt den Mehrverbrauch. Wie gesagt, das ist oft einmal die Hilfe beim Kunden, ihm zu sagen, ist es ein unerklärlicher und vermeidbarer, dann weg damit, oder ist er ihm gegeben, weil es eine Ursache gibt. Und das Tolle bei der Salzburg ist ja unter anderem, dass es ja wirklich unabhängig ist. Wir wollen da auch nichts verkaufen diesbezüglich. Unsere Energieberatung darf und kann unabhängig agieren, das ist ein Riesenvorteil. Und in dem Zusammenhang, wir arbeiten auch mit dem Land sehr gut zusammen. Das ist dann die Energieberatung Salzburg für Privatkunden. Und wir arbeiten auch mit Land- und Wirtschaftskammer beim Umweltservice Salzburg sehr gut für Unternehmensberatungen zusammen. Wir haben sehr gute und starke Partner, wo wir alle in die gleiche Richtung gehen. Wenn es jetzt um den Energieausweis geht, sind wir auch eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Den bieten wir ja auch an. Wir bieten das an für alle unsere Kunden, also für jegliches Objekt. Das ist eine kostenpflichtige Dienstleistung. Und den Energieausweis sollte jeder haben. Wirklich jeder, der ein Haus oder eine Wohnung besitzt, beziehungsweise die verwaltet. Also Immobilienmakler, Hausverwaltungen. Denn wann brauche ich ihn? Immer, wenn ich das Haus wirtschaftlich nutze, verkaufe, vermieten, verpachten als Beispiel. Wenn ich es erneuere, Umbau, Sanierung. Das ist aber nur das eine. Die zweite Seite der Medaille ist, der Riesenvorteil ist, ich sehe, in welchem energetischen Zustand ist mein Gebäude und wo habe ich möglicherweise Schwächen. Und das ist einerseits ein Beleg für den Wert meiner Immobilie, also der Wertsicherung, und andererseits die Handlungsanleitung, was kann ich tun, damit es besser wird. Es geht ja auch sehr, sehr stark um die Photovoltaikanlagen hier bei uns. Frage an dich jetzt, soll sich so eine Photovoltaikanlage schon richtig aus oder ist es nur ein kleines Ding, wo man sagt, okay, ich tue mir etwas Gutes oder ich beruhige mein Gewissen? Die Frage haben wir sehr oft in der Beratung. Zahlt es sich aus, ist aus der Warte des Kunden zu beantworten. Wir sagen, wir beraten hinsichtlich der bestmöglichen Auslegung, Orientierung und Ausführung und wollen auch die Kundenbedürfnisse berücksichtigen. Was ist geplant, was soll die Anlage leisten? Eher größer, dann ist das Thema Speicher sehr schnell ein Thema, solche Dinge mehr. Bei der richtigen Auslegung zahlt sich das für den Kunden aus über die Zeit, was nicht heißt, ich investiere heute und habe in 2 Jahren schon faktisch diesen sogenannten Return of Investment. Dann sagen wir mal Dankeschön
Gibt es auch. Und um mehrere Produkte der Salzburg rund um die PV-Anlage geht es dann gleich nach einer kurzen Unterbrechung bei uns. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt. Das ist eine Sondersendung von der Bauen und Wohnen Salzburg. Wir haben schon einiges über Photovoltaikanlagen gehört und dazu haben wir uns jetzt einen richtigen Experten eingeladen, nämlich Norbert Dorfinger von der Salzburg AG. Schönen Nachmittag. Hallo. Ich sage nur ein Stichwort Mehrparteienhaus. Da gibt es ein ganz besonderes Produkt von der Salzburg AG. Das ist richtig. Das Produkt heißt Solartop. Mit Solartop ist es jetzt für Bewohner eines Mehrparteienhauses oder für alle jene, die Bewohner werden wollen, möglich, sauberen und günstigen Sonnenstrom selber zu nutzen. Was heißt das konkret? Sie wohnen in einem Mehrparteienhaus mit einer Photovoltaikanlage und haben Interesse an einer solchen Dienstleistung. Am besten nehmen Sie mit Ihrer Hausverwaltung Kontakt auf und diese stimmt mit uns dann einen Rahmenvertrag ab. Wurde diese dann unterfertigt, übernehmen wir alle weiteren Schritte. Und dann kann die Stromaufteilung funktionieren und starten. Das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, auf dem Hausdach dieses Mehrparteienhauses ist eine große Photovoltaikanlage und dieser Sonnenstrom wird dann auf alle, die in diesem Haus wohnen, aufgeteilt. Auf alle, die dann aktiv teilnehmen an diesem Modell und diese Beitrittserklärung dann unterfertigen. Ja. Informationen bekommt man wo über dieses Produkt? Die bekommt man auf unserer Homepage. Wir haben hier ein Erklärvideo, ein einfaches erstellt und auch alle anderen wichtigen Fragen sind hier befolgt beantwortet. Natürlich steht unsere Serviceline jederzeit auch für weitere Fragen zur Verfügung. Und die erreicht man unter 0800 600 600. Jetzt geht es um die Häuselbauer oder diejenigen Personen, die schon ein Haus haben und eine Photovoltaikanlage. In Zukunft braucht man den Strom ja nicht mehr unbedingt in einer Batterie speichern, sondern das geht jetzt auch schon digital. Im Grunde geht das über einen virtuellen Speicher. Das ist unser Produkt Solar Depot. Mittlerweile schon im zweiten Jahr. Noch attraktiver gemacht, um es vorwegzunehmen. Es funktioniert ganz einfach. Der Strom, der als Überschussenergie produziert wird, eingespeist wird, wird bei uns zwischengelagert und kann dann bei Bedarf, in Zeiten, die drüber sind, wieder abgerufen werden. Ein Batteriespeicher kann natürlich ergänzend auch betrieben werden, denn dieser speichert ja nur sozusagen tagesweise über Stunden die Energie ein. Und jetzt gibt es auch noch ein ganz besonderes Angebot, was das Solardepot betrifft. Genau, bis Ende März gibt es das Solardepot im ersten Jahr zum halben Preis für alle Neuabschlüsse. Und es gibt ergänzend beim Solardepot nur neu eingeführt eine Marktprämie. Denn wie viele vielleicht wissen, sind die Marktpreise starken Schwankungen unterworfen und diese sichert das Solardepot und die Attraktivität dieses Produktes gegenüber allen anderen nochmals zusätzlich ab. Ergänzend vielleicht noch dazu, das Solardepot ist jetzt für sämtliche PV-Anlagengrößen zugänglich, jedoch gibt es hier ein Limit, es können maximal 10.000 Kilowattstunden eingelagert werden. Hört sich alles ein bisschen kompliziert an, ist es aber in Wirklichkeit nicht und das beweisen wir dann jetzt, denn wir haben einen Film für Sie vorbereitet. Das ist Familie Huber. Sie sind stolz auf ihr Niedrigenergiehaus. Dank der Photovoltaikanlage nutzen sie die Sonnenenergie, um ihren eigenen, sauberen Strom zu produzieren und freuen sich noch mehr über jeden Sonnentag. Aber was, wenn die Sonne einmal nicht scheint? An grauen Tagen kann die PV natürlich weniger Strom produzieren. Dabei ist gerade im Winter und Herbst ihr Stromverbrauch höher. Wäre es nicht praktisch, wenn Familie Huber ihre Energie aus sonnigen Tagen für die kalte Jahreszeit aufsparen und genau dann verwenden könnte, wenn sie ihn braucht? Das geht jetzt mit dem Solardepot der Salzburg AG. Das Solardepot speichert den Solarstrom virtuell und über ein ganzes Jahr. Verbraucht Familie Huber mehr Strom, als ihre PV-Anlage produziert, kann sie jederzeit bis zu 80% des eingelagerten Stroms abrufen. Und das kann sich lohnen. Familie Huber zahlt für den aus dem Solardepot bezogenen Strom nur die geringeren Depotgebühren und die gewohnten Netzgebühren und Abgaben. Denn der Strom fließt weiterhin verlässlich über das Netz des Netzbetreibers. Aber würde es nicht mehr bringen, den überschüssigen Strom zu verkaufen?
Der Marktpreis und daher die Einspeisevergütung können recht niedrig und hoch sein. Deshalb gibt es die Marktprämie. Das ist eine Gutschrift bei starken Marktschwankungen, wenn der Einspeisetarif lukrativer wäre. So macht sich Familie Huber mit dem Solardepot unabhängig von schwankenden Einspeisetarifen. Es funktioniert ganz einfach. Zählerstände ablesen und Solardepot online bestellen. Wie viel Sie mit dem Solardepot der Salzburg AG einsparen können, ermitteln Sie ganz einfach mit unserem Online-Strompreisrechner. Machen auch Sie sich unabhängig von der Jahreszeit und den schwankenden Preisen. Informieren und anmelden. salzburg-ag.at/solardepot. Alle Informationen rund um Solardepot und Solartop bekommen Sie natürlich auch wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.salzburg-ag.at. Ein Produkt, bei dem Sie sehr, sehr viele Vorteile haben, ist ein neues Produkt der Salzburg AG, nämlich unser ZAM-Produkt. Und dazu habe ich Birgit Fuchsberger eingeladen. Birgit, schönen Nachmittag. Hallo Markus. Stichwort ZAM, was ist das ganz genau? Genau, ZAM ist die neue Produktkombi der Salzburg AG. Das heißt, alle Kunden, die mindestens 2 Produkte von der Salzburg AG beziehen, haben die Möglichkeit, die ZAM-Produktkombi abzuschließen. Die Kunden stimmen zur Online-Kommunikation zu. Das heißt, alle vertragsrelevanten Informationen kommen in Zukunft nicht mehr per Post, sondern werden per E-Mail zugeschickt. Dafür bekommen die ZAM-Kunden 6 zusätzliche Freitage pro Produkt für die Online-Kommunikation und 20 Freitage für die Bindung, weil mit ZAM bindet man sich für ein Jahr. Und es gibt auch noch einen weiteren Vorteil. Ich sage immer ganz gern Gutscheinheft dazu. Allerdings ist es digital die Vorteilswelt der Salzburg AG. Genau, die Vorteilswelt der Salzburg AG ist ein zusätzliches Zuckerl für unsere ZAM-Kunden. Das ist ganz einfach. Die Vorteilswelt basiert auf einer App. Die kann man sich im Google Play Store oder App Store downloaden und sich dann mit den Zugangsdaten einloggen, die Kunden nach Vertragsabschluss zugeschickt bekommen. Und in dieser Vorteilswelt sind diverse Vergünstigungen zu finden. Aus den Rubriken Kulinarik, Sport und Wellness, Freizeit und Kultur und Shopping. Die Gutscheine ändern sich laufend, auch je nach Saison. Also aktuell haben wir zum Beispiel Skitickets, Dachstein West, also 1+1 gratis Skiticket. Oder Stirnlampen gibt es in den MyFlexboxes abzuholen, entweder in der Bayerhammerstraße oder in Oberndorf. Dann haben wir noch Gutscheine eben für die Pinzgauer Lokalbahn. Da gibt es gerade märchenhafte Dampfzugfahrten in Pinzgau, auch 1+1 gratis. Hört sich wirklich interessant an, und wie man zu dieser App kommt, das schauen wir uns jetzt einmal ganz genau an. ZAM-Produktkombi-Kunde werden. Werden Sie ZAM-Produktkombi-Kunde und Sie erhalten Ihre Zugangsdaten für die Salzburg Vorteilswelt ein paar Tage nach Vertragsabschluss per E-Mail und SMS. Salzburg AG Vorteilswelt App downloaden. Sie besitzen ein iOS- oder Android-Smartphone, dann laden Sie sich die Vorteilswelt-App im App- oder Google Play Store herunter. Mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten einloggen. Im Anschluss melden Sie sich mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten in der Profilfunktion an. Danach können Sie Angebote auswählen und bequem in der Vorteilswelt-App einlösen oder sichern. Bestätigen Sie den Standortzugriff und dass Ihnen die App Nachrichten schicken darf. Somit sind Sie immer up to date. So, aber jetzt können Sie in die Vorteilswelt eintauchen. Alle Informationen zur Vorteilswelt der Salzburg gibt es natürlich auch auf unserer Webseite www.salzburg-ag.at. Dort gibt es übrigens im Februar auch noch ein Sonderangebot, nämlich gratis Kraftwerksführungen in den Kraftwerken der Salzburg AG. Wir haben heute schon sehr, sehr viel über Photovoltaikanlagen gehört, und dazu habe ich mir jetzt Thomas Brandhuber von der Salzburg AG eingeladen. Ich sage nur Stichwort Sonnendachprogramm. Was ist das ganz genau, Thomas? Die Salzburg AG Sonnendach ist ein Photovoltaikprogramm für Privatkunden. Wir errichten dabei für Privatkunden der Salzburg AG Photovoltaikanlagen. Dabei kümmern wir uns um alles, um die Errichtung, um die Planung, Beratung. Und der Kunde hat die Möglichkeit, dass er im Rahmen von einem Pachtmodell diese Photovoltaikanlagen von der Salzburg AG pachtet. Was sind jetzt da die großen Vorteile dieser Geschichte? Kann man die mal ganz kurz zusammenfassen? Also das Erste ist, wir Salzburg AG kümmern uns um alles. Er hat keine Wege zur Förderstelle, er hat auch keine Wege
um die Einspeisebestätigung. Er muss sich eigentlich um nichts kümmern, das machen alles wir. Und das, wie schon gesagt, das Ganze ist ein Pachtmodell. Das heißt, die großen Anfangsinvestitionen fallen weg. Er zahlt bequem eine monatliche Rate, einen Pachtzins und kommt so kostengünstig zu erneuerbarer Energie. Also sehr, sehr viele Vorteile eigentlich für den Kunden. Warum macht das die Salzburg AG? Was ist da unsere Intention dazu? Ja, wir Salzburg AG wollen natürlich auch möglichst viel dazu beitragen, dass wir nachhaltige Energien fördern. Und wir wollen natürlich auch, dass die Kunden einen möglichst einfachen Weg finden, dass selber Strom produzieren durch Photovoltaik einer umweltfreundlichen Energielösung. Alle Informationen zu Solar Depot gibt es natürlich auf unserer Webseite www.salzburg-ag.at. Dankeschön, Thomas Brandhuber. Und wir machen jetzt einen kurzen Blick zur Elektromobilität. Und da geht es bei uns jetzt weiter mit Peter Berger. Der wird uns jetzt einiges erzählen, und zwar über die Ladestationen, die die Salzburg hat, nämlich für Gewerbekunden, aber auch für Privatkunden. Ja, wir haben jetzt derzeit ein neues Produkt für das Laden zu Hause bzw. am Arbeitsplatz. Das ist im Prinzip die Wallbox, ja. Und vieles darüber hinaus. Das heißt, wir kümmern uns um die Installation und auch um den Betrieb während der Laufzeit von 5 Jahren. Also es ist eine Garantieverlängerung dabei, und wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas gibt, kann sich der Kunde jederzeit bei uns melden. Das heißt, es gibt es für Gewerbe, aber auch für Privat, diese Wallbox oder die Ladeinfrastruktur eben. Genau, das ist richtig. Die Anforderungen sind ja eigentlich immer dieselben. Und der Gewerbekunde wie auch der Privatkunde hat einfach das Bedürfnis, dass er alles aus seiner Hand kriegt und dass wir uns darum das kümmern. Und braucht eigentlich nur mehr den Platz zur Verfügung stellen und sonst eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Genau. Ja? Genau. Wir kommen, schauen uns das an, ist das möglich, eine Ladestation zum Installieren, und dann führen wir es aus. Klingt sehr praktikabel. Die Salzburg ist ja auch bekannt, dass die Ladestationen im Bundesland Salzburg weiterzutreiben, nämlich die öffentlichen Ladestationen. Ja. Wie schaut es da gerade aus? Wo sind wir da ungefähr? Wir sind jetzt derzeit bei genau 99 Ladestationen, die öffentlich nutzbar sind. Und dazu kommen noch 9 Schnellladestationen. Und die werden dann noch stetig erweitert. Also der Sprung auf die 100 bzw. auf die 10, der wird bald kommen. Ja. Ist eigentlich die Autoindustrie schon so weit, dass Sie sagen, Elektromobilität ist das Nonplusultra, wie eine Maschine in diese Richtung? Also die Fahrzeuge, die was am Markt verfügbar sind, die werden immer mehr. Es gibt jetzt ungefähr 20 Modelle, die verfügbar sind. Es geht wirklich, also vom Lieferwagen bis zum Kleinwagen, SUV, ob groß oder klein, ist inzwischen alles dabei. Auch mit Reichweiten von 300 bis 400 Kilometer, was das Fahrzeug dann wirklich praxistauglich macht, als alleiniges Fahrzeug und nicht mehr als Zweitfahrzeug. Dann sagen wir Dankeschön für das Gespräch. Wir sind gespannt, was uns da die Zukunft bringen wird. Und okay, wie eine Ladestation zum Beispiel bei einem Hotel oder für die Hotellerie eben gedacht ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Salzburgs Hotellerie und Gastronomie leistet täglich vollen Einsatz für ihre Gäste. Aus diesem Grund hat die Salzburg AG ein neues Angebot entwickelt. Der E-Mobilitätstourismus wird in Zukunft mit Sicherheit mehr werden. Eine Ladeinfrastruktur für Besucher ist daher notwendig. Wie einfach das geht, das zeigen wir Ihnen gleich. Ja, für uns als Ferienhotel ist natürlich die Anreiseart in erster Linie das Auto. Und dahingehend ist es einfach immer wichtiger für den Gast auch Elektroautos, Ladestationen anzubieten, weil doch der Großteil mit den Autos anreist. Wir kümmern uns im Grunde um alles. Das Hotel behält die Kontrolle und bestimmt dazu auch noch den Preis des Ladevorgangs. Dass der Strom der Salzburg AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Wir haben natürlich den Strom in erster Linie von der Salzburg AG. Wir haben den TV-Anschluss von Salzburg AG und das Internet. Wir bieten im ganzen Haus kostenloses WLAN an. Und dahingehend haben wir natürlich auch dann entschlossen, die Ladestationen von der Salzburg AG zu nehmen, weil es einfach vom Angebot da gepasst hat. Und ja, es ist immer ganz gut, wenn man alles in einem Paket hat und einen Anbieter, einen Ansprechpartner hat. Alle Informationen auch zu diesem Produkt bekommen Sie unter der ZAM Business Service Line. Und wenn Sie sich für unsere Internetprodukte bzw. TV-Produkte interessieren, gibt es jetzt HD Extra. Hier geht es um 14 neue HD-Programme im Kabelfernsehen der Salzburg AG. Und auch hier gibt es alle Informationen auf unserer Website www.salzburg-ag.at.